Ist okay, Aiden. Werd jetzt bloß nicht nervös. Quatsch. Nervös doch nicht. Oh, hier sind Tiere. Ich befürchte, wir werden hier bestimmt mit einem Gewehr im Gesicht begrüßt oder so. Könnte eventuell Milch zu trinken geben. Wir kommen hier nicht rein. Da sollen wir nicht weitergehen. Red Dead Redemption 2? Müsste ich auch mal wieder spielen. Bis zum Schuppen? Da sagt das Spiel vorher nein. Ist nicht lang. Hätte ja Wasser sein können. Tank. Ja, wir gehen mal klopfen. Vielleicht ist da ja jemand. Hey, tut mir leid, wenn ich so reinplatze. Ich bin auf der Suche nach einem Platz für die Nacht und ich wollte Sie bitten. Du kannst hier nicht bleiben. Sorry. Nein, ich suche nur einen Platz zum Schlafen. Für ein paar Stunden vielleicht nur. Und dann bin ich wieder weg. Ich hab doch gesagt, das geht nicht. Du solltest abhauen. Ende hoste. Ja, ja. Ja, es war so. Akuri nao. Dobone, zarahe. Edine. Okay, ja. Katnoast, ad. Bendako, doch krass. Ah, do, Bendigo, no, doch, do. Ist okay. Du kannst hier schlafen. Komm rein. Ja. Wie heißt du denn? Jody. Ich bin Paul. Das sind meine Söhne, Corey und Jay. Meine Mutter, Shimasani. Wunder dich nicht, wenn sie dir nicht antwortet. Sie spricht seit Jahren nicht. Der Tisch ist gerade gedeckt. Oh, können wir mit Jody irgendeine Erinnerung wecken? Ja. Ja, danke. Wir haben doch die Gabe. Ist vielleicht nicht cool rumzu... Kurz gucken. Bitte, setz dich. Ja, okay.
Es wird aber schnell dunkel draußen. Von wie schnell direkt für uns mitgedeckt war an dem. Als ob die auf uns gewartet haben. Wir sehen nicht viele Anhalter hier draußen. Na, wo geht's hin? Ich ziehe nur von Stadt zu Stadt. Ganz ohne Ziel. Verstehe. Seid ihr Pferdezüchter? Ja. Mustangs. Wir haben auch ein paar Churros. Churros? Schafe. Oh. Wir verkaufen Wolle und Milch. Nicht viel, aber es reicht für uns aus. Ihr wohnt wirklich weit abgelegen hier. Meine Familie lebt hier seit Generationen. Ich bin hier geboren und werde hier auch sterben. Die Jungs sollten weggehen. Ich weiß, das ist nichts für sie hier. Aber sie hängen an ihrer Oma und mir, also. Das ist die erste Ranch in der Gegend, seit Meilen. Es gab mal mehr von uns. Die meisten sind in die Stadt. Das Leben ist hart hier draußen. Es ist spät. Jay bringt dich in dein Zimmer. Gute Nacht. Hey, was geht jetzt ab? Du mit? Ja, ich bin schon da. Bus. Du bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch hörst. Was ich höre? Wie meinst du das? Wenn du am Leben hängst. Schließ die Tür und komm nicht raus bis zum Morgen. Okay. Aber ich kann doch einen rauslassen. Oder? Oh, ich hätte im Schrank. Asche. Was macht Ihnen solche Angst? Ja, gerade ein Hund. Jetzt geht die Tür auf. Wetten. Nee. Die doch einfach direkt ein Zimmer vorbereitet haben. Wir legen uns mal hin, aber ich glaube, wir stehen noch mal auf dann, oder? Ich weiß. Ich weiß, es ist wirklich seltsam hier. Keine Sorge. Morgen Abend sind wir längst weg von hier. Gute Nacht, Aiden.
Oh, ich dachte, wir können aufstehen. Bleibst in deinem Zimmer. Was immer du auch willst. Hey, wir können doch noch mal aufstehen. Nicht. Hier kommt einem nicht raus. Da sind wir außer Reichweite. Wir gehen raus. Wir schaffen das schon. Einfach eingesperrt. Doch erst gesagt, verschließe diese Tür und nicht ich schließe diese Tür ab. Oh, ich glaube, es war nicht so gut. Nein. Wir gehen nicht ins Bett. Wir gehen jetzt gucken, was da draußen los ist, ja? Wenn es das Letzte ist, was wir tun. What? Was machst du denn hier? Ich sagte, bleib im Zimmer. Was zur Hölle war das? Vielleicht hätten wir einen rausschicken sollen, um in Ruhe zu gucken. Wäre nichts gewesen draußen, ne? Versuch mal rauszugehen, ohne mich anzuziehen. Nee, das machen wir nicht. Weil wir die Nacht auch so rumgelaufen sind. Es ist gerade ein bisschen. Hey, ich verstehe es noch nicht ganz.
Es ist ja jetzt keine Vision, die nur wir haben. Die haben ja alle. Ich dachte, wir wären vielleicht erwischt oder so. Gehen wir in die anderen Räume auch nochmal? Können wir gar nicht. Okay. Ich wäre gern. Du sahst fertig aus. Die Jungs sollten dich nicht wecken. Danke. Nochmal zu der Großmutter. Das war echt nötig. Willst du einen Kaffee? Irgendwas muss es doch mit der Großmutter auf sich haben. Es muss ja auch einen Grund haben, weshalb sie schweigt. Ich mit dir sprechen? Gehen wir jetzt. Ich bin dann mal weg. Danke. Hier gibt's eine Menge Arbeit auf der Farm. Ja, wir bleiben. Vielleicht willst du für ein paar Tage hier bleiben. Du kannst uns helfen. Ich kann nichts bezahlen, aber hast ein Dach über dem Kopf und Essen auf dem Tisch. Wie sieht's aus? Ja. Und wir können dem Geheimnis auf den Grund. Ja, wieso nicht? Gut. Du findest Klamotten in Corys Zimmer. Wir sehen uns draußen. Einsatzbereit? Ich bin startklar. Die Schafe brauchen Wasser. Das kriegst du doch hin. Klar. Oh, ich... Warte, ich will kurz gucken, ob ich mit Oma sprechen kann. Jody, und ich werde eine Weile hier bleiben und arbeiten. Ich hoffe, das macht Ihnen nichts aus. Oh ja, können wir ja... Die ist ja wunderschön. Erinnerung erzeugen? Haben Sie die selbst gemacht? Schade. Können wir den Hund streicheln? Nein. Die Oma weiß was. So, du bleibst also eine Weile. Es scheint wohl so. Klasse. Ich meine, es ist gut, wenn jemand hilft. Holst du etwas Heu vom Heuboden? Gerne.
Kann ich noch mal mit Oma reden? So gern mit ihr reden. Ist auch nichts zum Angucken. Ich würde auch das untere rausziehen. Ganz sachte Eiden. Nur ein Ballen, nicht den ganzen verdammten Heuhaufen. Es war nur ein Ballen. Du hättest ganz unten den rausgezogen. Das wäre viel mehr gewesen. Hey, Jody! Lunch? Okay, ich mach das hier nur schnell fertig. Schnell. Paul, wo muss ich hin? Pack's irgendwo hin. Danke, Jody. Zeit zum Essen. Essen gibt's bei den Jungs, wenn du willst. Kommst du auch? Schon Mittagspause? Na, ich hab hier noch zu tun. Okay. Na dann. Gut. Setz dich doch. Danke. Ihr habt wirklich viel Arbeit auf der Ranch. Ja. Jay kümmert sich um die Pferde, ich habe die Churros und mein Vater macht ziemlich den ganzen Rest. Hm. Sind noch andere Navajo Ranches in der Nähe? Es gab mal um die 50 vor ein paar Jahren, aber jetzt nur noch uns. Die anderen hatten Angst vor... Die anderen wollten stattdessen in die Stadt ziehen. Nicht jeder wohnt gerne hier draußen. Oh nein, ich wollte doch jetzt was wegen der Oma fragen. Da waren tote Schafe. Was ist denn da passiert? Der Sturm. Sie laufen aus dem Pferch und ersticken dann am Sand. Als ich bei der Tür war letzte Nacht, habe ich was gesehen. Ich bin mir... sicher, da war jemand da draußen. Keine Ahnung, wovon du redest. War bestimmt ein Traum. Stellst du immer so viele Fragen? Wenn ich eine Sache nicht kapiere, ja. Ja? Wie wär's, wenn ich dich mal was frage? Etwa, wo du herkommst, was du hier draußen willst. Wird dir nicht so gefallen, ha? Huh? Also behalte deinen Scheiß für dich. Und hör auf mit den blöden Fragen. Entschuldigt mich, ich muss arbeiten. Warum müssen in dem Spiel die Kerle hier immer so dominant auftreten? Der meint's nicht so. Er ist okay, wenn er sich abregt. Ja, bestimmt. Tja, ich schätze, ich mach lieber weiter. Sonst dreht Bar durch. Wir sehen uns. Oh, na toll, Jody.
toll. Ich will ja nicht mit ihr sprechen. Kann ich dir helfen, Corey? Nee, nicht wirklich. Ich sehe mal nach, ob Jay Hilfe braucht. Ja, geh nur. Dem möchte ich aber nicht helfen. Er soll sich alleine kümmern. Mal sehen, was Jay macht. Blöder Sturkopf. Nie will er mit den anderen mit. Darf ich's mal probieren? Kennst du dich mit Pferden aus? Nein. Geh ruhig rein. Dein Name ist Ashki. Kriegen wir's schon hin. Notfalls mit Aidens Hilfe. Hey, Ashki. Hab keine Angst, ich komme jetzt rüber zu dir, okay? Nein, Aiden. Okay. Das müssen wir zwei allein ausmachen. Okay. Schritt für Schritt. Ashki. Siehst du, Ashki? Gar nicht so übel, oder? Und gib's zu. Du magst mich eigentlich, ne? Hey, Aiden. Wolltest du schon mal reiten gehen? Ach, jetzt doch. Bring ihn auf die Koppel. Wo ist die Koppel? Ist hier vorne raus, ne? Nein. Hier durch. Hast du das gemacht? Hä? Wir stecken alle voller Rätsel. Bring ihn auf die Koppel? Das war doch aber nicht die Koppel. Ich hab dich wohl falsch eingeschätzt. Wenn du dich duschen willst, schau mal hinter der Scheune. Ladies first. Kein Problem für mich. Kann ich mit der Oma sprechen? Nein. Okay, dann will ich jetzt mal duschen. Ach, das soll die Dusche sein, das grüne Ding. Das ist so ein kleiner Wassertank. Meldet sich schon wieder.